Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Neue Woche, neue Solo-Battles und wir treten an in unserem ersten Solo-Battle der Woche. Auswärts in Tennessee bei den Titans und meine Cowboys führen den Kickoff durch. Der geht bis in die Endzone, kein Return. Kneel down heißt erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Joff im normalen Leben, der Quarterback der Los Angeles Rams. Sehen wir jetzt hier als Starter. So, wir stellen unsere Defense entsprechend ein. Gehen erstmal in eine ganz normale Man-to-Man-Coverage, eine Cover 2. Erster und 10. Lauft durch die Mitte bis an die 31-Yard-Linie. 6 Yards Raumgewinn im ersten Play dieses Spiels. 2004, Ball an der 31-Yard-Linie. Ein Lauf über die Außen. Ein Riesenhit von Tillman. Sonst wäre Sayers aber auch durch gewesen, glaube ich. Da war sehr viel Platz auf der linken Seite. So zwingen wir die Titans in einen dritten Versuch und 3. Ball an der 32-Yard-Linie. Kein Running Back bei Joff. Den brauche auch nicht, denn das ist ein neues First Down. Der Ball ist an der 44-Yard-Linie. So, der Drive der Titans kann also weitergehen. Zwei Running Backs im Backfield. Man in Motion. Lauf durch die Mitte. Der ist gestoppt an der 46-Yard-Linie. Bohannon mit einem Run über 2 Yards. So, wir haben einen zweiten Versuch und 8. Ball an der 46-Yard-Linie. Und das ist eine Interception. Da waren zwei Verteidiger, Sanders und Woods. Und Sanders schnappt sich den Ball. Das sah nach einem sehr seltsamen Play aus. Auf jeden Fall haben die Cowboys den Ball. An der 22-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Dallas. Wir stellen mal unseren Running Back nicht auf aggressiv. Da kommt ein Blitz von links. Da wollte ich eigentlich hinlaufen. Deswegen gehen wir per Audible in einen Pass. Owens von links, Cooper von der rechten Seite. Und den wirft Aikman ins Aus. Das war die beste Entscheidung, glaube ich. Das war schon wieder so eine Situation, wo du auch mal ganz, ganz schnell gepickt wirst. So, diesmal der Lauf über die linke Seite. Wieder zeigen die Tennessee Titans einen Blitz. Wir sehen den Run von Elliott. Schöner Move und da ist jetzt nothing but green grass. Da kommt er bis zur 43-Yard-Linie der Titans. Das war mal eben ein schlapper 35-Yard-Run. Riesenplay der Cowboys. So, wir bleiben beim Laufspiel, laufen jetzt über die rechte Seite. Zumindest war es so geplant, aber da kam der Linebacker ungeblockt durch. Deswegen kleiner Schwenker nach rechts und wir holen noch ein paar Yards heraus. 2008 an der 41. Von links kommt wieder ein Blitz. Witten und Olawale attackieren die Mitte. Wir schauen mal, ob Terrell Owens ein 1 gegen 1 hat. Das hat er. Da macht er den Catch, kann sich wunderbar lösen. Das ist der Touchdown für die Dallas Cowboys. Zwei sehr schöne Plays. Der Run von Elliott, der Catch von Owens. Und wir sind in der Endzone der Titans. Der Kick ist gut und es steht 7:0 für die Cowboys. Ein richtig guter Start in dieses Solo-Battle. Wir haben noch 36 Sekunden auf der Uhr hier im ersten Quarter. Sehen den Kickoff. Der Ball geht in die Endzone der Titans, wird aber heraus retourniert. Der Return läuft und endet an der 24-Yard-Linie. Deion Sanders mit dem Return. Die haben hier schon ein paar Namen auf dem Feld. Erster Versuch und 10 an der 24. Da wird die Seite einmal komplett durchgetauscht. Incomplete Pass. Sehr gutes Defense Play in dem Fall vom Linebacker von Leighton Van Der Esch. Zweiter Versuch und 10. Vollständiger Pass auch. Und da geht Van Der Esch leider ins Leere mit seinem versuchten Hitstick.
So, dritter und fünf für Tennessee. Der Ball an der 30-Yard-Linie. Wir nähern uns dem Ende des ersten Quarters. Und das ist kein First Down. Tillman mit einem riesen Tackle. Wir haben einen vierten und eins. Das erste Quarter ist vorbei und das zweite Quarter beginnt mit dem Punt der Tennessee Titans. So, der Ball geht jetzt aus an der 9-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10. So, wir nehmen ein Laufspiel. Ein Counterplay, das erste Counterplay des Tages. Allerdings kommt von da, wo ich hinlaufen möchte, schon wieder ein Blitz. Wir nehmen einen Slant-Spielzug. Cooper und Owens gehen auf die Reise. Und das ist ein Incomplete Pass. Der war eigentlich gut nach außen geworfen von Aikman. Den mussten wir so weit nach außen werfen. 2.10 von der 9. Amai Cooper geht von rechts auf eine In-Route. Der geht gleich in Motion. Wir achten auf unsere beiden Tight Ends. Ob die sich eventuell lösen können, das können sie nicht. Dann gehen wir auf unseren Wide Receiver, Amai Cooper. Und der bringt den Ball bis zur 35-Yard-Linie. Sehr gutes Play von Amai Cooper. So, wir laufen durch die Mitte. Elliott hinter Olawale, hinter Troy Aikman, wartet auf den Ball, bekommt den Ball, hat eine Lücke und kommt an die 47-Yard-Linie. Wir sind kurz vor der Mittellinie und wir sind auch kurz vor dem 2-Minute-Warning. So, die Cowboys zeigen nochmal einen Run. Na, tun wir nicht mehr, denn da haben wir zu lange gebraucht. Ich wollte der O-Line noch Bescheid geben. Ein wundervoller Blick hier in das Stadion der Tennessee Titans. So. Wir nehmen den Schwell bei diesem ersten und 10 an der 47 Owens. Witten und Gallup attackieren die Mitte. Wir achten mal besonders auf Gallup, aber den kann er nicht fangen. Und dann wird der Ball nach oben weggetippt. Das ist immer so gefährlich, weil da warten natürlich gerade Safeties unwahrscheinlich gerne drauf auf solche Situationen. Wir nehmen den Stick, von rechts kommt ein Blitz. Owens und Cooper von der linken Seite. Witten ist die Sicherung. Und diese Sicherung bekommt auch den Ball und holt ein neues First Down. Wir sind an der 42-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, 4 Verticals. Jason Witten attackiert die Mitte. Terrell Owens steht im Slot. Schau mal, was der Safety da hinten macht. Der zieht nach vorne und da ist natürlich Jason Witten. Dann Mutterseelenallein. Wir sind in der Green Zone an der 22-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Dallas. So, Dick and Go. Wir attackieren die Mitte mit Witten und mit Elliott. Gerade auf Witten achten wir mal. Da bleibt keiner bei Jason Witten. Unser Tight End kommt an die 2-Yard-Linie der Titans. Das ist ein First and Goal. Also die Titans spielen hier teilweise sehr seltsame Aufstellungen in der Defense. Halfback Dive, Lauf Elliott durch die Mitte. Die Titans stellen eine reine Rushing-Defense dagegen. Wir gehen per Audible in einen Pass, nehmen den Stick, achten auf Witten, achten auf Jarwin. Und Jarwin, unser Tight End Nummer 2, hat den Ball, hat den Touchdown. Die Cowboys führen 43 Sekunden vom Ende der ersten Halbzeit mit 13:0. Wir sehen noch den Kick, der ist gut. 14:0 Dallas. So, der Kickoff ist unterwegs. Jetzt ist er in der Luft. An der 3-Yard-Linie kommt er runter. Wird aufgenommen von Sanders. Der jetzt der Return. Aber keine Chance für den Cornerback mit dem Return. An der 24-Yard-Linie endet der Versuch. Erster Versuch und 10 an der 24-Yard-Linie. 39 Sekunden noch auf der Uhr. Beide Teams haben noch alle drei Auszeiten. Und die Titans laufen und nehmen dann eine Auszeit. Das ist eine interessante Geschichte. Wir gehen beim zweiten und 11 in eine
Cover 4, also wechseln jetzt in eine reine Zone Defense. So, der Ball war vollständig, der Receiver geht direkt ins Aus. Das war gut. Hält damit die Uhr an, aber er macht auch keinen Raumgewinn. Dritter Versuch und 8 von der 25-Yard-Linie. Man in Motion. Das ist ein Lauf und das ist kein First Down. Und deswegen nehme ich jetzt meine erste Auszeit, denn wir haben die Titans bei einem vierten Versuch und 1. Sie müssen jetzt punten. Wir haben noch 28 Sekunden auf der Uhr vor dem Punt. Haben noch zwei Auszeiten. Vielleicht können wir ja noch macht das aufs Scoreboard bringen vor der Pause. An der 11-Yard-Linie Sanders mit dem Return. Und der macht schon mal richtig gut Yards. Kassiert aber auch einen Mörder-Hit. Der Ball ist an der 40-Yard-Linie. Wir haben noch 16 Sekunden auf der Uhr. So, wir zeigen einen Lauf, gehen aber per Audible in einen Pass, nehmen einen Double Slant. Owens und Cooper von links, Gallup von der rechten Seite. Der Ball ist unterwegs und diesmal wird er gepickt. Genau das, was ich eben meinte, wo ich den Ball weggeworfen habe. Jetzt ist der Ball an der 50-Yard-Linie. Wir haben noch 11 Sekunden zu spielen. Ehrlich gesagt, das konnte man mal riskieren. Ich will jetzt nur nicht, dass hier die Titans nochmal in Field Goal Range kommen. Erster und 10. Joff wirft vollständig. Das ist ein First Down an der 40-Yard-Linie. Die Titans nehmen ihre zweite Auszeit und schicken jetzt ihre Field Goal Unit aufs Feld. Ist klar, Leute. Das wäre ein 57-Yard-Field-Goal, nicht in 100 Jahren. Ich habe eine Safe-Formation aufs Feld geschickt. Nein, die probieren es wirklich. Das war süß. So, an der 47-Yard-Linie kommen die Cowboys jetzt nochmal in Ballbesitz. Das geht hier gerade richtig rund zu Ende des Spiels. Eine Sekunde noch auf der Uhr. Vertical X-Cross. Wir achten mal auf Terrell Owens. Incomplete Pass, das war's. Die erste Halbzeit ist vorbei. Am Ende ging es hier ein bisschen drunter und drüber, aber das Wichtigste ist, meine Cowboys führen mit 14:0 gegen die Titans, die den Kickoff zur zweiten Halbzeit durchführen müssen. In der Goal-Line nimmt Sanders den Ball auf. Der Return. Wow, da wird er aber übel in die Zange genommen. Erster und 10 an der 26-Yard-Linie für die Cowboys. So, wir führen, also laufen wir. In dem Fall aber über die linke Seite. So, wir sagen auf der O-Line Bescheid, was wir vorhaben. Elliott mit dem Run. Kommt an die 32. Eieiei, wenn die Stimme versagt. So, zweiter Versuch und 4. Wir täuschen den Lauf rechts an, laufen aber über die linke Seite mit Zeke Elliott. Ah, der eine Block war nicht gut gesetzt. Der war ein bisschen zu schnell aufgelöst. Und so haben wir einen dritten und 1. So, Rushing Defense der Titans. Wir gehen per Audible in einen Pass. Owens von links auf einer Slant Route. Jason Witten ist die Sicherung. Aber ein ganz schneller Pass auf Terrell Owens. Neues First Down. Der Ball ist an der 50-Yard-Linie. Der Drive der Cowboys kann weitergehen. So, wie gesagt, wir laufen jetzt erstmal weiter hier. Elliott mit dem Run durch die Mitte. Das ist ein neues First Down. Der kann nicht gestoppt werden. Jetzt noch ein Stiffarm und der Ball ist an der 18-Yard-Linie in der Red Zone. Ein Wahnsinns-Run von Zeke Elliott. So, wir nehmen nochmal den Trail. Owens, Witten und Gallup attackieren die Mitte. Wir achten besonders auf Gallup, der aber gut verteidigt wird, aber schlecht verteidigt wird. Unser Tight End, Jason Witten. Das ist der dritte Touchdown für die Cowboys. So, der PT ist auch gut und die Cowboys führen Mitte des dritten Quarters mit 21:0. Das ist schon eine gewisse Vorentscheidung, würde ich mal sagen. Wir sehen den Kickoff. So, der Ball
Kommt an der 4-Yard-Linie herunter. Jetzt der Return der Titans. Sanders moved sich da ein bisschen warm, aber das hat nicht wirklich etwas gebracht. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Cowboys gehen wieder in eine Man-to-Man-Coverage. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. So, vollständiger Pass. Der Ball ist an der 30-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 5. Oh, da war Bewegung bei den Cowboys und bei den Titans. Ja, die Strafe geht gegen die Cowboys. Da hat der O-Liner auf den Zucker von dem Marcus Lawrence reagiert. Da sehen wir den Head Coach der Titans, Mike Vrabel. So, das ist ein neuer erster Versuch und 10 an der 35-Yard-Linie. Titan geht in Motion. Ein Laufspiel durch die Mitte. Gestoppt an der 39-Yard-Linie. So, wir haben einen zweiten Versuch und 5. Ganz ehrlich, gegen solche Läufe habe ich nichts einzuwenden, denn das nimmt Zeit von der Uhr. Zweiter und 6 und wieder ein Run von Sayers. Der kommt nah dran an das First Down. Das hat immer noch. Doch, es hat gereicht. Was? Hätte ich so gar nicht gesehen. Erster und 10 an der 45-Yard-Linie für Tennessee. Und das ist der erste Sack im Spiel. Die Marcus Lawrence kommt durch. Zweiter Versuch und 14. So, sehen wir noch ein Play im dritten Quarter. Die Uhr tickert langsam runter. Oh, incomplete pass. Da habe ich gerade schon gedacht, wir hätten den Ball gepickt. Wunderbarer Blick hier noch einmal auf das Stadion der Titans. So, dritter Versuch und 14. Der Ball ist an der 41-Yard-Linie. Wir bleiben in der Man-to-Man-Coverage. Joff braucht ein First Down. Und das ist tatsächlich. Oh, das ist ein Pick. Und wieder ist es Deion Sanders. Zweite Interception von unserem Cornerback. Oh, weia. Ich glaube, damit erlischt die letzte Hoffnung der Tennessee Titans. Wir laufen mit Elliott über die rechte Seite. Sind unterwegs. Und der hat da Raum. Wird gerade noch gestoppt, aber das First Down hat er geholt. Der Ball ist an der 43-Yard-Linie. Marshall Lattimore mit dem Tackle. Erster Versuch und 10. Wir bleiben beim Laufspiel. Da gehen wir doch in einen Pass, denn das gefällt mir nicht, was ich da von der Defense aussehe. Ich kann weder über rechts noch über links laufen. Wir werfen stattdessen auf Terrell Owens und der marschiert in die Endzone. Ein Riesenplay. Dafür, dass das ein Audible war. Hut ab vor Terrell Owens, Hut ab vor Troy Aikman. Die Cowboys führen mit 28-0 gegen die Titans. Wir haben noch 20 Sekunden zu spielen bis zum 2-Minute Warning, aber es ist natürlich eins klar. Das Ding hier ist durch. Der Kick ist unterwegs, geht in die Endzone. Der Titans, Sanders nimmt den Ball auf. Der Return, wieder einmal gestoppt an der 22-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Der Ball ist an der 22. Incomplete Pass. Van der Esch ist da. Zweiter Versuch und 10. Oh, eine Riesenlücke. Joff findet seinen Receiver Ellington. Das ist ein neues First Down. Und jetzt sind wir beim 2-Minute Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten hier im Nissan Stadium. Heißt das wirklich Nissan Stadium? Das gibt's ja gar nicht. Erst 30-Yard-Linie. So, beide Teams haben noch alle 3 Auszeiten. Die Cowboys werden ihre wohl nicht brauchen. Vollständiger Pass.
Sayers mit dem Catch. Zweiter Versuch und 3. Wir sehen auch keine No-Huddle-Offense. Oh, ein schöner Screen auf Sayers. Der war gut. Der Ball ist an der 46-Yard-Linie. Der mit Abstand beste Drive, den die Titans bis dato hier im Spiel gezeigt haben. Und wieder ein kurzer Ball auf Sayers. Der wird hier gerade richtig beschäftigt. Und jetzt wird die No-Huddle-Offense ausgepackt. Und da kommt die Marcus Lawrence und macht den Sack. So, die Titans nehmen ihre zweite Auszeit, sehen sich jetzt aber einem dritten und 16 gegenüber. Wir gehen in eine Cover 4 Quarters. Ich möchte jetzt nur gegen den langen Ball verteidigen. Und das ist die nächste Interception. Das gibt es ja gar nicht. Diesmal ist es Byron Jones. Dritter Pick. So, das heißt First Down Cowboys. Und jetzt lasst uns das Ding hier nach Hause laufen und nach Hause fahren. Erster und 10 an der 32-Yard-Linie. Da wird er aber früh gestoppt. Das war nur ein Yard Raumgewinn. Heißt, wir haben einen zweiten Versuch und 9. Bleiben beim Laufspiel. Elliott durch die Mitte. Gutes Play von Elliott. Der Ball ist an der 40-Yard-Linie. Hat aber nicht gereicht für einen First Down. So, wir haben einen dritten Versuch und 2. Wir nehmen ein Counterplay, zeigen den Lauf über die rechte Seite. Da kommt auch ein Blitz her. Wir laufen aber über links, in der Theorie. Vierter Versuch und 5. Und tatsächlich schaffen es die Titans, die Cowboys zum Punt zu zwingen. Oh, schade, da rollt der Ball dann doch in die Endzone. Touchback, erster und 10 an der 13-Yard-Linie. 20 Sekunden sind noch auf der Uhr. Joff ohne einen Running Back im Backfield. Incomplete Pass, fast der nächste Pick. Zweiter Versuch und 10. Boah, und was war die nächste Chance auf einen Pick? Los. So, 5 Sekunden noch zu spielen. Jetzt packen die Titans die Hail Mary aus. Der Ball getippt, fällt zu Boden. Seltsame Situation. Das Spiel ist aus, die Cowboys schlagen im ersten Solo-Battle der Woche die Tennessee Titans zu 0. 28 zu 0 am Ende für Dallas. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.